In der heutigen Gitarrenlektion soll es mal wieder um die Rhythmusgitarre gehen, und zwar speziell um drei Klänge. Diesmal aber nicht um drei Klänge in der geschlossenen Form. Die kennt ihr wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch drei Klänge und die Umkehrung in der geschlossenen Form spielen können oder jedenfalls schon mal gespielt haben, ob bewusst oder nicht. Wir wollen uns heute mal die drei Klänge in der offenen Form angucken. Zwar ist das Konzept eigentlich ganz easy. Wir nehmen einen Dreiklang in einer geschlossenen Form und nehmen den mittleren Ton. Wenn wir jetzt beispielsweise die Grundform bestehend aus Grundton, Terz und Quinte haben, auch in der Reihenfolge, dann nehmen wir den mittleren Ton, also die Terz, und spielen den Ton eine Oktave höher. Das hat dann die Folge, dass der Dreiklang erstmal einen ganz anderen Sound bekommt. Also es ist halt immer noch ein Dreiklang, aber der klingt dadurch viel offener und, sagt der Name ja schon, offene Position. Und geben sich dadurch viele neue Möglichkeiten, wie ihr dann drei Klänge in euren Spiel, also sowohl in die Rhythmusgitarre als auch in die Leadgitarre einbauen könnt. Ein Gitarrist, der das zum Beispiel sehr häufig benutzt, ist Eric Johnson. Also wenn ihr euch Eric Johnson anhört, dann werdet ihr auf jeden Fall mal hören, wie sich das anhört, wenn man diese drei Klänge in der offenen Form im Kontext eines Liedes benutzt. Ich werde mir jetzt meine Gitarre erstmal umschneiden und dann zeige ich euch die offenen drei Klänge in einer bestimmten oder drei bestimmten Saiten und werde dann die Dur, die Mollform und die Verminderte nehmen und dann erstmal mit euch eine C-Dur-Tonleiter mit diesen drei Klängen harmonisieren. Das Prinzip von diesen Open oder von diesen offenen Dreiklängen ist erstmal ganz simpel. Ihr nehmt erstmal einen ganz normalen Dreiklang, und zwar nehmen wir einen C-Dur-Dreiklang, stehen aus Grundton, großer Terz und Quinte, und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir den mittleren Ton, also sprich die Terz, in der Oktave höher spielen. Das heißt, die Terz spielen wir jetzt nicht mehr auf der, den Ton E spielen wir jetzt nicht mehr auf der D-Seite im zweiten Bund, sondern diesmal auf der H-Seite im fünften Bund. Und dann ergibt sich dieses Voicing hier, bestehen aus Grundton, das ist der Ton C, Quinte ist der Ton G und dann der großen Terz, das wäre dann der Ton E. Und dann habt ihr ein richtig schönes, offenes Voicing. Das Ganze würde ich jetzt zum Üben durch die C-Dur-Tonleiter durchgehen. Und zwar harmonisieren wir die C-Dur-Tonleiter mit diesen drei Klängen. Das solltet ihr vorher schon mal gemacht haben, weil das werde ich euch jetzt nicht genau erläutern, warum das genau so funktioniert mit der Harmonisierung, weil das wird einfach erstmal zu lange dauern und das ist auch nicht Thema von diesem Video. Der nächste Akkord wäre dann ein D, und zwar hätten wir ein D-Moll. Dreiklang. Und bei dem Moll-Dreiklang müsst ihr jetzt gucken, die Terz ist ja hier, spielt ihr mit dem kleinen Finger. Die große Terz, den müsst ihr einen Halbton runtersetzen und dann habt ihr dieses Voicing hier. Bestehen also erster Finger im fünften Bund auf der D-A-Seite, dritter Finger spielt dann die, dieser hier, der spielt dann die reine Quinte im siebten Bund auf der D-Seite und die kleine Terz wäre dann der Ton F. Das Ganze verschieben wir dann zwei Halbtöne, dann haben wir E-Moll. Das wäre dann der nächste in der C-Dur-Tonleiter. Dann haben wir wieder einen Dur-Akkord, das wäre ein F-Dur-Akkord. Da greife ich dann wieder das Voicing mit der großen Terz. Dann haben wir als nächstes G-Dur. Da gehen wir dann zwei Halbtöne wieder weiter. Gleiches Voicing wie bei F-Dur. Dann kommt als nächstes A-Moll, dann gehen wir erstmal zwei Halbtöne weiter. Setzen dann wieder die große Terz einen Halbton runter. Dieses Voicing. Jetzt kommt auf der siebten Stufe der Dur-Tonleiter ein verminderter Dreiklang. Und zwar gehen wir erstmal zwei Halbtöne hoch. Das wäre jetzt ein B-Moll-Dreiklang. Wir brauchen aber einen B-verminderten Dreiklang. Das heißt, wir müssen die reine Quinte noch einen Halbton runtersetzen, damit wir die verminderte Quinte haben. Dann haben wir dieses Voicing hier. Und zu guter Letzt kommt dann wieder C. Und das könnt ihr erstmal so in Akkordform spielen. Oder eine
andere Möglichkeit wäre auch, dass ihr es arpeggiert spielt. Das heißt, ihr müsst, würdet halt gucken, dass die Akkorde, die Töne nicht ineinander überklingen. Und da kann man auch folgende Übung machen, dass ich im Prinzip, dass ich den ersten aufwärts spiele und den zweiten abwärts. Weil sich dann nämlich dadurch nochmal bestimmte Klangmöglichkeiten ergeben. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt auch anfangen, dass ihr den ersten meinetwegen abwärts spielt und den zweiten aufwärts, dann wieder abwärts. Ups. Und so weiter. Da könnt ihr euch wirklich ganz viele Übungen überlegen. Ihr könnt auch versuchen, dass ihr meinetwegen einen spielt, den ersten spielt und dann einen überspringt. Das heißt, ich gehe gleich zum dritten, dann gehe ich wieder zum zweiten. Dann gehe ich zum vierten, wieder zum dritten, zum fünften. Das heißt, ihr spielt immer meinetwegen den ersten, dann den dritten, dann den zweiten, dann den vierten, dann den dritten, den fünften und so weiter. Das könnt ihr dann natürlich auch kombinieren, indem ihr dann den ersten meinetwegen aufwärts spielt, den dritten abwärts, ersten wie den zweiten aufwärts, dann den vierten abwärts und so weiter. Also da habt ihr wirklich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, mit denen ihr dann versuchen könnt, diese drei Klänge in die Finger zu bekommen. Eure Aufgabe wäre jetzt erstmal, diese ganzen neuen Dreiklangs-Voicings in die Finger zu bekommen. Und zwar würde ich euch da empfehlen, das, was wir jetzt in C-Dur gemacht haben, dass ihr versucht, das in allen anderen Tonarten zu machen. Das heißt, diese Übung spielt ihr dann nicht nur in C-Dur, sondern auch in F-Dur, in B-Dur, in S-Dur und so weiter. Ich würde im Prinzip dann durch den Quartenzirkel durchgehen, dann habt ihr auch alle 12 Tonarten abgedeckt. Das Ganze könnt ihr dann natürlich auch noch machen, dass ihr von der E-Seite startet und von der D-Seite. Das heißt, ihr habt insgesamt drei verschiedene Seitenpaare oder immer jeweils drei Seiten. Und da hättet ihr dann im Prinzip auf jeder von diesen drei Seiten 12 Möglichkeiten. Also einmal starten von der A-Seite in allen 12 Tonarten, von der E-Seite und von der D-Seite. Das heißt, ihr habt dann insgesamt 36 verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das erstmal in allen 12 Tonarten üben könnt. Warum ich das in 12 Tonarten machen würde? Ganz einfach, weil ihr halt nicht nur immer eine C-Dur-Tonart harmonisiert, sondern oder in C-Dur spielt, ihr spielt auch in anderen Tonarten. Und ihr solltet halt aufpassen, dass ihr keine Lieblingstonart bekommt. Warum ihr das auf drei unterschiedlichen Seiten machen sollt? Der Grund ist einfach der, dass dadurch, dass wir auf der Gitarre halt die H-Seite mit dabei haben, sich immer verschiedene Griffvarianten für diese Voicings ergeben. Und da solltet ihr dann gucken, dass ihr die alle wirklich in die Finger bekommt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, das kann natürlich ein bisschen dauern, also wenn ihr jeden Tag eine Tonart meinetwegen nehmt, dann seid ihr so mit 36 Tagen dabei. Das heißt, ihr würdet dann ungefähr über einen Monat erstmal rein für diese mechanische Übung brauchen. Und dann würde ich anfangen, an eurer Stelle das Ganze einzubauen. Also in Songs, die ihr bis jetzt schon mal gespielt habt, versuchen, diese neuen Voicings einzubauen. Oder was ihr auch machen könnt, also ihr könnt zum Beispiel Blues nehmen oder versuchen, das im Rock-Kontext anzuwenden. Und dann wäre noch die andere Möglichkeit, dass ihr versucht, das in der Lead-Gitarre anzuwenden. Dafür eignen sich diese Voicings auch sehr gut. Alles klar, ich hoffe, euch hat die Lektion gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben. Dran denken, ich habe auch noch eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Da könnt ihr natürlich auch noch Fragen zu Videos stellen. Und wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Mein Name ist Markus Uhlen und seid auf dem Kanal der Gitarrenbass Online-Schule.